Hi zusammen, hier ist der Murat von Unboxvision. Das hier, das ist das Google Pixel 6 Pro. Ein paar Tage sind vergangen und das hier soll jetzt kein Review sein oder so ein Ersteindruck, sondern ich möchte euch einfach ein bisschen was darüber erzählen, was ich so darüber denke und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an, oder? Aber erst nach dem Intro. Ja, ihr Lieben, das Google Pixel 6 Pro. Die ganzen Pixels in den letzten Jahren haben mich wirklich immer wieder sehr begeistert. Sei es das normale Pixel, also das allererste Pixel überhaupt, das Pixel 2, Pixel 2 XL, das Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL und letztes Jahr hatten wir das Pixel 5. Und davor, vor Pixel, gab es ja noch die Nexus-Geräte, die habe ich auch alle gehabt und war immer sehr angetan davon. Und letztes Jahr muss ich sagen, das Pixel 5 war für mich das spannendste Phone im Jahr 2020 überhaupt und wenn ich sogar fast auch das 2021 hatte, sogar noch ein bisschen mitgenommen. Und ich fand Google letztes Jahr wirklich sehr sympathisch, denn sie haben gesagt, es muss nicht immer das teuerste sein, man muss nicht immer ein 1000 Euro Smartphone haben oder 1200, 1500 Euro, was wir mittlerweile schon jetzt bezahlen. Die haben sich vorgestellt, nein, das Ganze geht auch für rund 600 Euro. Letztes Jahr das Pixel 5 kam für 629 Euro auf den Markt. Zusätzlich, wenn man das Ganze vorbestellt hat, hat man sogar noch die Bose QC35-2 bekommen. Im Wert von knapp 270 Euro waren das gewesen. Und ich habe mir gedacht, krass, ja, wenn man das Ding jetzt für 150 Euro verkauft, hat man quasi für rund knapp 500 Euro ein Smartphone, was wirklich einen sehr begeistert. Auch wenn man die Vorbestelleraktion jetzt nicht mitnimmt, für rund 600 Euro war das Pixel 5 für mich ein Smartphone, was wirklich alles hatte. Ja, man hat Wireless Charging gehabt. Reverse Wireless Charging war am Start gewesen. Wir hatten eine super Cam gehabt, obwohl die Sensoren ziemlich alt waren. Aber die Software hat nämlich einiges rausgeholt. Das Display vorne war ziemlich modern. Wir hatten hier oben links nur so einen Punch-Hole gehabt. Und ansonsten 90 Hertz waren am Start natürlich. Ja, und das Ding hat auch wirklich eine Menge zu bieten gehabt. Es war kompakt. Es war anders. Ja? Und das Smartphone hat mich wirklich im Alltag, das, was ich so nutze, hat es gereicht. Und ich bin ein Nerd und ich bin ein Heavy-User. Und was Performance angeht, der Snapdragon 765G 5G. Man hat es uns letztes Jahr gezeigt, dass das auch mit so einem Prozessor geht. Und ich war wirklich begeistert gewesen. Klar merkt man den Unterschied zwischen einem Snapdragon 865 und einem Snapdragon 765G 5G. Aber im Alltag, das merkst du überhaupt nicht. Das läuft so gut, vor allem wenn das Display noch 90 Hertz oder 120 Hertz anbietet. Das funktioniert einfach. Das hat mich wirklich sehr begeistert, muss ich sagen. Das war wirklich sehr sympathisch und man musste keine 1000 Euro hinlegen oder sonst was. Dieses Jahr sieht es ein bisschen anders da aus, denn diesmal haben wir auch wieder zwei Geräte. Wir haben einmal das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro hier. Das Pixel 6 habe ich nicht. Das Pixel 6 kostet so ähnlich wie das Pixel 5 für 649 Euro, also ist nochmal 20 Euro teurer geworden und bietet auch 90 Hertz weiterhin. Wir haben eine Full HD Plus Auflösung, wir haben einen neuen Chip drin, zu dem komme ich auch nochmal gleich und wir haben auch neue Kameras und so weiter. Also ich finde, für 649 Euro kauft ihr euch quasi mit dem Chip eigentlich ein Flaggschiff und das ist schon krass, muss ich sagen. Kommen wir aber heute zum Google Pixel 6 Pro und das ist das Ultra-Flaggschiff von Google überhaupt und das ist wieder ein Smartphone, was wirklich wieder ganz oben mitspielen kann. Ja? Und bevor ich jetzt weiter zu lange rede, würde ich einfach sagen, ihr könnt auch gerne vorspulen. Ja? Also ich bin so einer, ich möchte gerne
etwas mitteilen, etwas erzählen und den einen oder anderen kann es nerven, aber ich finde, dass es schon ziemlich wichtig ist, für mich zumindest und vielleicht für euch da draußen auch. Das Google Pixel 6 Pro kostet 899 Euro. Ich habe direkt mit den Preisen angefangen, ich hätte es auch später machen können. Ich muss sagen, wenn man sich die Specs anschaut, wenn man vorab sich das alles anschaut, was das Ding alles so kann, sind 899 Euro auf jeden Fall okay. Ja, wenn man sich mal die Konkurrenz anschaut, wie Oppo zum Beispiel mit ihrem Find X3 Pro für über 1000 Euro oder wenn man sich natürlich die Samsung Galaxy Reihe anschaut, wenn man das so vergleicht, kann man sagen, das Ding ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Und ist es überhaupt so? Ja, es ist so. Ich fange einfach klassisch an mit Designverarbeitung. Und Design, muss ich sagen, für mich das schönste Smartphone überhaupt in diesem Jahr. Am Anfang des Jahres haben wir das Samsung Galaxy S21 Ultra gesehen. Das für mich das beste Android-Smartphone und das schönste vor allem. Und jetzt dicht dran ist das Google Pixel 6 Pro und das sieht einfach fantastisch gut aus. Klar, jetzt hier, was die Materialien angeht, wir haben jetzt hier Glas. Man sieht die Fingerabdrücke, es ist jetzt nicht wie beim Galaxy S21 Ultra ein mattes Glas, sondern hier wirklich so ein Glossy. Und was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist die Kameraposition. Das sieht wieder mal ganz anders da aus. Es ist nicht immer dasselbe, wo fast alle Smartphones immer irgendwie gleich aussehen, sondern hier ist es natürlich nochmal ganz anders da und das gefällt mir wirklich sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist natürlich auch hier bei den Kameras und zwar hier an den Ecken, an den Seiten. Da sammelt sich auf jeden Fall viel Staub und bis man das hier irgendwie losbekommt mit so einem Tuch oder sonst was, das dauert und das nervt auch ein wenig. Aber gut, man muss halt das Ding halt immer wieder reinigen. Vorne schauen wir uns natürlich einmal das 6,7 Zoll großes Quad HD Plus Display an. Es ist ein LTPO Display mit 120 Hertz. HDR wird hier auch unterstützt und wenn man vorne sich das Ganze anschaut, ist es irgendwie ein Samsung-Smartphone. Ne? So ähnlich wie das Samsung Galaxy S21 Ultra. Man sagt auch, dass das dasselbe Display ist wie vom Galaxy S21 Ultra, wo ich vielleicht sage, könnte sein, ja, es ist vielleicht das gleiche Display, aber die Farben sehen hier nochmal anders aus. Ich finde das Display vom Galaxy S21 Ultra nochmal so ein Tick besser. Das ist natürlich so ein Gefühl, ist am Ende auch irgendwie Geschmackssache. Aber es ist wirklich ein gutes Display. Es sieht gut aus. Die Farben sind wirklich knackscharf. Also wirklich tolle Arbeit. Hier vorne haben wir direkt eine 11,1 Megapixel Kamera. Wir haben hier eine Lodge. Und die Selfies sind wirklich ganz okay. Es ist halt dieser Pixel-Look ist halt da. Ne? Also wenn ihr auf sowas steht, dann ist es auf jeden Fall richtig cool. Auch die Porträtaufnahmen sind auch wirklich wirklich klasse und wenn wir schon bei den Kameras sind, hier hinten haben wir erstmals hier drei Kameras. Letztes Jahr bei der Pixel 5 Reihe haben wir gesehen, dass wir zwei Kameras hatten, die aber immer noch einen alten Sensor hatten. Somit hat Google vieles rausgeholt, indem sie halt die Software eingesetzt haben. Und hier haben wir diesmal drei Kameras. Wir haben eine 50 Megapixel Hauptkamera und wir haben hier eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine Telelinsekamera mit 48 Megapixeln. Zu den Kamera kann ich jetzt noch nicht viel sagen, weil da gebe ich mir noch ein bisschen Zeit. Ich möchte es auch noch ein bisschen ausprobieren. Vielleicht gibt es noch den ein oder anderen Update, die nachher folgen werden, vielleicht eventuell. Und da gebe ich mir auf jeden Fall Zeit. Aber über was ich gerne sprechen würde, ist der vierfache Zoom. Und wir kennen ja bereits die ganzen Zooms auch beim iPhone 13 Pro zum Beispiel, der dreifache Zoom oder aber auch das Galaxy S21 Ultra bis zu zehnfachen Zoom und das ist für mich sowieso unschlagbar, was Samsung da gemacht hat. Aber hier der vierfache Zoom, das Ding kann was. Das Ding sieht wirklich verdammt gut aus und es macht auch Spaß damit zu fotografieren, muss ich ehrlich zugeben. Und
Wie gesagt, allgemein, was die Kamera angeht, da gebe ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Es ist nicht die beste Kamera, also das, was man so drumherum hört von den Kollegen oder alles drum und dran, kann ich ja nicht so bestätigen. Es ist eine gute Cam, es macht Spaß damit zu fotografieren, man sieht auch direkt diesen Look, diesen Pixel-Look, aber es ist nicht die beste Cam. Nee, würde ich nicht sagen. Vielleicht ändert sich das noch, indem da noch ein, zwei Updates kommen, aber es ist nicht die Kamera, wo alle sagen, amazing camera, the best camera und so weiter. Nee, würde ich nicht sagen. Am Ende ist es auch irgendwie Geschmackssache. Es ist ähnlich so wie mit den Kopfhörern. Jeder empfindet es natürlich anders. Und ich finde, Kamera gehört auch mittlerweile fast dazu. Naja, darüber könnte man, glaube ich, diskutieren. Also für mich auf jeden Fall zurzeit nicht, aber ich bin noch etwas still und ich gebe mir da noch ein bisschen Zeit. Ja, Performance. Wir haben hier den allerersten Google SoC drin, den Google Tensor. Und auf den bin ich wirklich ziemlich gespannt, was der so in Zukunft alles machen wird. Wenn da noch Updates kommen sollten, bin ich mal gespannt, was Google hier noch alles einsetzen wird, was mit dem Tensor passiert. Und Google verspricht hier 3 Jahre Android-Updates und 5 Jahre Sicherheits-Updates. Das ist schon ziemlich klasse. Ich hätte mir aber von Google ein bisschen mehr gewünscht, indem man sagt, wenn man schon den ersten SoC anbietet, den Google Tensor, hier habt ihr direkt 4 Jahre Android-Updates oder sogar von mir aus 5 Jahre Android-Updates, dann wäre es natürlich mit Apple gleich auf. Das wäre schon cooler, aber vielleicht passiert das ja mit dem nächsten Tensor-Chip, der dann eventuell vielleicht kommt, entweder nächstes Jahr oder erst später, je nachdem. Performance muss ich sagen, wirklich klasse. Also zwischen einem Snapdragon 888 oder auch ein Snapdragon 888 Plus, was ich in dem Xiaomi Mix 4 habe, muss ich sagen, ich merke da im Alltag überhaupt keinen Unterschied. Klar könnte ich jetzt Benchmarks starten oder sonst was, aber das ist meiner Meinung nach total sinnlos für mich. Ja. Es gibt Kollegen, die das machen. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich stehe nicht auf Benchmarks, ich stehe nicht auf Zahlen. Es liest sich immer besser, es sieht vielleicht immer besser aus, aber für mich zählt der Alltag. Was mache ich? Was tue ich? Komme ich damit klar? Wird das Ding warm oder sonst was? Und Performance. Wir haben hier ein 120 Hertz. Das Display spielt ja auch eine große Rolle mit. Das System flutscht. Das System rennt. Es ist so smooth. Das Ding macht Spaß. Ihr könnt die aktuellsten High-End-Spiele spielen, überhaupt gar keine Probleme. Kann sein, dass auch die Daten, was die Daten angeht, dass der Snapdragon auf jeden Fall oder der Exynos 2100 auf jeden Fall schneller ist vielleicht, aber im Alltag merkt man das nicht. Und als ein Heavy-User, ein Nerd wie ich, wenn er das nicht merkt oder wenn ich das nicht merke, dann andere schon erst recht nicht. Klar, es gibt dann immer Diskussionen darüber, es gibt dann bestimmt Kollegen, die das vielleicht anders sehen. Ich sehe es so. Also, ich bin gespannt, was Google in Zukunft noch so alles machen wird. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, bei den Chromebooks, jeder von euch kennt ja die Google Chromebooks, das mit unter anderem auch mit Snapdragon läuft, wie zum Beispiel 7C oder auch 7C der zweiten Generation, jetzt was neu ist, aber auch laufen die mit Intel-Prozessoren wie i3, i5, i7. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der eigene SoC von Google, also der Google Tensor, irgendwann in den Chromebooks landen wird. Und das könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das irgendwann in Zukunft kommen wird. Ob das jetzt mit dem Google Tensor passiert oder der zweiten Generation, ich bin gespannt. Ansonsten haben wir hier den M2 Titan Chip, der für mehr Sicherheit sorgen soll. Der ist auch auf jeden Fall neu. Was die Akkulaufzeit angeht, ist... ja, es sind 5000 mAh, um genau zu sein, sind es 5003 mAh. Da habe ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Und es kommt immer darauf an, was man mit dem Smartphone macht, wenn man wirklich sehr viel unterwegs ist, wenn man wirklich viel macht und sehr oft unter 4G, 5G verbunden ist. Also das Smartphone reicht auf jeden Fall nicht für 2 Tage. Also ihr müsst auf jeden Fall... das Smartphone wirklich dann am Spätnachmittag oder am Abend müsst ihr das auf jeden Fall das Smartphone wieder aufladen, um halt wieder weiterzukommen. Also ich will dazu noch nicht viel sagen, da gebe ich noch ein bisschen Zeit, so ein paar Ladezyklen brauche ich vielleicht eventuell noch, um halt ein endgültiges Fazit abzugeben,
Also der Akku ist nicht schlecht, auch nicht super, sondern irgendwo die Mitte ist es. Und da müssen wir einfach mal abwarten, was da noch so alles passieren wird. Was die Lautsprecher angeht, wir haben hier Stereo-Lautsprecher und die sind okay. Also sind nicht der Kracher, sind aber auch nicht schlecht, sondern eher so im mittleren Bereich. Und ich finde, ein iPhone 13 Pro ist immer noch für mich das Beste und auch das Galaxy S21 Ultra. Aber ansonsten ist es ganz in Ordnung. Was die Software angeht, das ist die Stärke von Google. Hier ist nämlich Android 12 mit Material U. Das heißt, ihr könnt die eigene Oberfläche anpassen. Ich habe das hier auch ein bisschen gemacht. Aktuell ist es noch eine Beta-Version, also eine Beta-Phase, was die Icons angeht. Und da sind momentan nur die eigenen Google-Apps, die man quasi verändern kann und die sich auch dem Hintergrund anpasst. Und alles andere ist noch nicht so weit. Ich denke, das wird auf jeden Fall in Zukunft kommen. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt, ist Live Translate, also Live-Übersetzung. Und das ist schon ziemlich cool, wenn ihr zum Beispiel irgendeine Sprache nicht versteht, dann könnt ihr das direkt übersetzen lassen. Also ihr spricht eure eigene Sprache, in dem Fall jetzt Deutsch, und dann wird das Ganze direkt auf Englisch übersetzt oder halt eine andere Sprache. Oder auch wenn ihr zum Beispiel über WhatsApp oder keine Ahnung, über ein SMS mit jemandem schreibt, dann könnt ihr die Live-Translate-Funktion einschalten, indem ihr schreibt und tippt in eurer eigenen Sprache, wird das Ganze direkt übersetzt. Also das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Auch wenn ihr Videos anschaut über YouTube, könnt ihr den Live-Translate einschalten. Das klappt noch nicht so gut und da ist es auch schon ein bisschen anstrengend, das Ganze irgendwie zu verfolgen und zu lesen, denn das vertauscht noch viele Sätze und es passt auch irgendwie nicht. Also die Satzformulierung und so weiter passen irgendwie nicht. Also da braucht es auf jeden Fall noch ein, zwei Updates, bis das Ding auf jeden Fall richtig gefixt wird. Also ansonsten Stock Android, ihr kennt es ja, es ist total clean, kein Bloatware, es macht Spaß und es sieht auch gut aus. Was mir auf jeden Fall auch noch sehr gut gefällt, ist auch allgemein auch so die Oberfläche, wenn man zum Beispiel von oben nach unten ins Kontrollzentrum reingeht, sieht es so ähnlich aus wie One UI von Samsung. Also wirklich cool gemacht, mir gefällt es auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, damit soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das hier ist jetzt kein Review oder sonst was, sondern wirklich so mein Tag mit dem Pixel, was ich darüber denke, wie der Alltag läuft. Und ich bin wirklich zufrieden damit. Aber es ist irgendetwas, was mich irgendwie bremst, denn die letzten Pixels, die haben mich immer wieder so umgehauen, weil es mir halt Spaß gemacht hat, weil es einfach so das iPhone im Android-Bereich war. Und ich habe mir jedes Pixel 3 bis 4 Mal im Jahr gekauft. Das muss man sich mal überlegen. Total verrückt eigentlich. Und dieses Jahr ist es ein bisschen komisch. Obwohl wir hier Flaggschiff-Power haben, obwohl das Ding wirklich ziemlich geil ist, ist es irgendwie ein bisschen anders da. Vielleicht bin ich auch irgendwie satt, weil ich im Jahr so viele Smartphones teste und ich eigentlich genug davon habe. Irgendwie, das könnte auch sein. Aber ich muss sagen, ja, soll kein Fazit sein, noch nicht. Aber ich finde das Smartphone wirklich schick und wenn ihr das Ganze auch noch vorbestellt habt, kriegt ihr sogar die Bose 700 dazu. Und wenn ihr ein Google One Abonnent seid, dann kriegt ihr nochmal 10% zurück als Gutschein für den Google Store. Also ist schon nicht schlecht. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich weiß, es ist ein bisschen lang geworden, aber vielleicht bringt es euch weiter oder auch nicht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, ciao.